Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anna. Wir haben so ein blödes Lichträtsel gelöst da hinten. Und hoffen jetzt gleich mal auf Anna endlich zu treffen. Können wir links oder rechts lang? Gehen wir mal hier rechts lang. Bin ich. Ich war es die ganze Zeit. Ja, und in der englischen Sprachausgabe haben wir gerade gehört, warum hast du es zerstört? Und das, was die Frau verstanden, gesagt hat, habe ich nicht genau verstanden. Aber hier haben wir wieder diese komischen Geisterfiguren oder was das da auch mal sind. Sollen wir die jetzt zerstören? Können aber nichts hier benutzen, oder? Kann man hier eine ganz bestimmte benutzen? Ah, das wäre wieder so eine Suchpittel-Aktion. Ich hoffe aber nicht. Ja, man probiert es aus und dann hätte ich mich im Nachhinein aufgeregt, dass es so ist. Dass ich da so eine kleine Figur anklicken müsste. Aber sowas übersieht man dann echt schnell. So. Hier geht's wieder rechts oder links. Gehen wir nochmal rechts. Okay, da ist die Dunkelheit. Das ist vielleicht nicht gut. Können wir vielleicht das Feuerzeug anmachen? Die Geräusche gefallen mir da auch nicht. Kuppel der Dunkelheit. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, da legen wir mal einen Testo-Speicherstand an, bevor wir da reingehen. Testo. Achso, ich habe schon mal so eins genannt. Testo 2. Nein. Testo 2. Speichern. Yes. Zurück. Zurück. Kuppel der Dunkelheit. Untersuchen. Was beschützt sie? Wer steckt dahinter? Allmählich komme ich näher. Näher, näher. Benutzen. Kann ich nicht benutzen. Nehmen. Kann ich nicht nehmen. Hier. Maske der Göttin. Weiche Dunkelheit. Blätter können wir nicht benutzen. Wahrscheinlich ist da die. Ja. So, warum sollte das machen? Ja, warum tut man schon Licht in die Dunkelheit halten? Okay, alles ausprobiert, ging nicht. Vielleicht sollte ich besser so rückwärts gehen. Nicht, dass da jetzt was ist. Wieder links und rechts ein Weg. Gehen wir erst wieder den rechten. Oh, das sieht nach einem Gesicht aus. Uah. Steingesicht mit scharfen Zähnen. Kann man hier wieder einen bestimmten Punkt untersuchen. Wer es geschützt hat, hat sich besonders der Zähne vorgenommen. Geschnitzt hat. Geschützt. Kann man die Zähne jetzt anwählen? So, schneiden wir mal einen Zahn raus. Geht nicht. Können wir diese Maske da drauf tun? Kommt mir bloß in den Sinn. Ja. Gute Frage. Weiß ich nicht. Das war's auch schon. Konnten wir die andere Maske noch mitnehmen? Ah, muss ich nochmal zurück und die andere Maske mitnehmen? Oder geht dann das Licht aus? Verdammt. Was ist das? War das eben schon hier? Habe ich das übersehen? Auf jeden Fall kann ich es nicht benutzen. Also ich renne jetzt nochmal zurück zur Lichtbrücke. Kann sein, dass ich die Maske hätte mitnehmen müssen. Ach, verdammt. Habe ich natürlich nicht ausprobiert.
Aber sehr wahrscheinlich geht dann das Licht aus. Ich kann es nicht mehr mit mir tragen. Okay. Umsonst zurückgerannt. Supi. Ja, aber dann ging es doch und ich hätte Ewigkeiten rumgetüftelt. Dann lieber ausprobieren. Ja, also für 5 Euro gut angelegt. Macht Spaß. Und wer weiß, was noch in der Extended Edition drin ist. Und interessant wird es auch erst, die ganzen Enden noch rauszufinden. Oha. Ich kann mich nun an jeden Moment erinnern, den wir zusammen erlebten. Oh, ist das Anna? An jede Liebkosung, sogar an die letzte. In den Stein ein gehauenes Auge. Steinauge. Untersuchen. Schaust du mich an? Du weißt doch genau, warum ich hier bin. Bald werde ich es herausfinden. Nehmen. Kann ich nicht herausnehmen. Untersuchen. Kannst du nicht aufhören? Verstehst du nicht, dass es sowieso zu spät ist? Ich verstehe nur Bahnhof, ehrlich. Ich bin in deinem Leib. Wo könnte ich denn noch hingehen? Benutzen. Nehmen. Das Auge benutzen. Untersuchen. Hm, kennen wir schon. So. Nochmal testen. Das macht keinen Sinn. Das Auge ausstechen. Steinauge. Aha. Wir haben ein Steinauge. Untersuchen. Okay, kommt noch dasselbe. In den Stein eingehauenes Auge. Das Auge sehr wahrscheinlich jetzt mit dem oder in den Mund legen, damit dieses Kindergesicht das auf ist, da wo die scharfen Zähne sind. Genau, irgendwie sowas. Ah, das passt doch gut vom Auge her. Ja, Schreihals, du kriegst ja gleich was zu essen. Mutti ist hier. Mmh, lecker. Lebendiges Auge. Untersuchen. Ich spüre die Wärme des jämmerlichen Blickes auf meinem Antlitz ruhen. Du hast versucht, mich zu retten, und dafür bin ich dir dankbar. Aber es gibt kein Zurück. Benutzen. Nehmen. Lebendiges Auge habe ich jetzt bekommen. Okay. Hat sich jetzt da vielleicht die Dunkelheit, ist sie verschwunden? Schauen wir mal. Oder ich muss das Auge wieder jetzt hier reinsetzen, an die Stelle. Hups. Bin ich falsch abgebogen? Ah, ein bisschen an Dear Esther erinnert mich das. Das hatte ich letztes Jahr, glaube ich, war das gewesen. Oder was dieses? Mein Kumpel habe ich das gespielt. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Das geht auch nur so eine Stunde um Dreh. Das fand ich ganz lustig. Benutzen. Yeah. Irgendetwas passiert gerade. Woher kommen diese Geräusche? Da entsteht ein Strudel voller Gedanken in meinem Kopf. Dieser Ort erzählt mir meine eigene Geschichte. War ich damals verheiratet? Das weiß ich nicht. Kannst du nicht aufhören? Verstehst nicht, dass du spät bist? Bla bla bla, bist in meinem Leib. Ich kann das nicht nehmen. Ich kann das nicht benutzen. Kann ich diese Maske jetzt anziehen? Nein. Geht auch alles nach. Hm.
Tja, dem Schreihals kann ich auch nicht helfen. Oh, das hat Blut dran. Praktisch und mit scharfer Klinge. Und Blut ist dieses Mal dran. Hätte ich das vielleicht da drin erstechen sollen, das Auge jetzt? Versuchen wir das noch. Und dann schauen wir, ob bei der Finsternis irgendwas ist, da wo es so dunkel war. Wie, du kannst es nicht benutzen. Ich kann es nicht mehr benutzen? Was ist das denn? Können wir das Auge abfackeln? Nichts zu machen. Ja gut, dann rennen wir zu dieser Dunkelheit und schauen, ob sich da jetzt was gelichtet hat vielleicht. Da ist ein Licht hinter der Ecke. Es scheint wie eine Kerze. Als ich ihre Statue aus der Kirche stahl, waren dort viele Kerzen. Als ob sie Ringereien um Enna gesungen hätten. Meine Frau wurde wütend. Verdammtes, dummes Weib! Sie könnte niemals so bezaubernd sein, wie Enna es war. Niemand sonst kann es jemals sein. Genau, Enna ist wunderschön. Sie im Wald getroffen. Kerzen, ein Meer voller Kerzen. Sie dringen meine Augen. Ich erinnere mich, was passiert ist, als ob es gerade jetzt passiert. Die Kerzen umfassten ihren Körper aus Marmor, so weiß und rein. Diese Frau wagte es, sie mit einem Hammer zu entstellen. Ich spüre immer noch meinen Körper vor Wut zittern. Ich habe dich endlich gefunden. Eine Frau ist Stein. Okay. Meine Liebsten. Ich musste es tun. Ich musste... Du schriest. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Aber ich bin nun hier und ich werde dich beschützen. Für immer und ewig. Hier und jetzt begegne ich meinem Schicksal. Niemand wird uns jemals wieder voneinander trennen. Du bist genauso schön, wie dich in Erinnerung hatte, hielt. Das ist eine Steinfigur. Und das sind irgendwelche Puppteile. Und ich liebe dich weiterhin. Kerl, du bist durchgeknallt. Nun bist du auch ein Teil von mir. Eine längst vergessene Statue einer Göttin sehr wahrscheinlich. Oh, und dann kommt sogar der richtige Anspann. Enna, my love. Ja, einige Sachen noch ungereimt, die offen bleiben und so, wo ich mir nicht sicher bin. Also ich werde sehr wahrscheinlich jetzt mal im Internet schauen, was es da für alternative Enden gibt. Gut, wir haben zwei entdeckt. Einmal, wo er geflohen ist und einmal jetzt, wo ich die Enna gefunden habe. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar andere. Ich habe ja irgendwas von 8 Stück gelesen auf Steam. Kann sein, dass die auch erst in der Extended-Version drin sind. Das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir mal schauen. Und dann werde ich wohl ein Video machen, wo alle Enden drin sind. Bis demnächst, euer Chojin.